Ich habe die jetzt kommende Referentin, die einzige Referentin heute, habe ich dort sprechen gehört. Als sie angesagt wurde, ich habe sie nie vorher gesehen, hat der Moderator, ich weiß nicht, vielleicht kann ich es nicht mehr so genau wiedergeben, ich erinnere mich, er sagt, die Frau, die jetzt kommt, die ist irgendwie mit Raketen auf dem Rücken, ich weiß nicht, bin zur Welt gekommen, irgend sowas, und hat nachher aufgezählt, was sie so auf die Beine stellt. Dann denke ich, wow, ich dachte immer, ich sei der Einzige, der so viele Bücher schreibt. Wer das ist, werden wir sehen. Ich möchte nur sagen, ich habe den Vortrag dann gehört, zugehört, als sie fertig war, wusste ich, der Mann hat recht, und habe sie dann im Sturm erobert. Sie musste einfach Zeit nehmen, und jetzt sitzt sie hier unten. Es ist eine, ich sage, wesensmäßige Infogigantin. Und sie spricht über ein wahnsinns wichtiges Thema, das vor allem auch unsere Kinder, unsere Eltern betrifft. Ich heiße jetzt mal in unserer Mitte willkommen Barbara Simonsson. Hier ist sie. Zeig dich nur mal schon. Herzlich willkommen. Schön, dass du die Einladung angenommen hast. Jetzt schauen wir mal, was sie für eine Vergangenheit hat. Barbara Simonsson. Geboren 1954 in Hamburg, hat zwei erwachsene Kinder. Ausbildungen: Studium der Sozialwissenschaften. Abschluss als Diplompolitologin. 1984 Ausbildung als Lehrerin für das authentische Reiki bei Dr. Barbara Ray in den USA. Weitere Ausbildungen: biologisch-dynamischer Land- und Gartenbau, ganzheitliche Heilmethoden, Selbststudium zum Thema gesunde Ernährung. Tätigkeiten: Umweltkurse an der Hamburger Volkshochschule. Seit 1982 Seminare im In- und Ausland mit bisher mehr als 10.000 Teilnehmern, vor allem über das authentische Reiki mit 7 Graden, über das sie zahlreiche Bücher geschrieben hat. Es handelt sich um eine Methode der Persönlichkeitsentwicklung und Aktivierung der Selbstheilungskräfte für gesundes Selbstwertgefühl und heitere Gelassenheit. Sie bildet auch Reiki-Lehrer aus. Seminare in Azidosetherapie und Massagen nach Dr. Renate Collier sowie Seminare wie 5 Tibeter, einfache Yoga-Übungen, Gruppenfastenreisen. Regelmäßige ehrenamtliche Tätigkeit als Englischlehrerin für Waisenkinder in Indien. Barbara Simonsson schrieb seit 1995 mehr als 20 Bücher über ganzheitliche Gesundheit mit einer Gesamtauflage von bisher mehr als 500.000 Büchern, die fremdsprachigen Ausgaben nicht mitgerechnet. 2017 veröffentlichte sie das Standardwerk zum Thema Artemisia annua, Artemisia, Königin der Heilpflanzen, mit fast 150 Seiten. Sie schreibt auch Gesundheitsartikel für mehr als 25 Zeitschriften sowie Reisereportagen über ganz besondere Orte der Kraft. Ihre Webseite wird jährlich von mehr als 360.000 Besuchern frequentiert. Ihr Thema heute: Hyperaktivität und ADS. Warum Ritalin keine Lösung ist. Gesunde Strategien, die wirklich helfen. Hoffe ich, dass dieser Vortrag genauso gut gelingt wie der letzte. Ja, danke. Wir sind alle da. Ja. Ich glaube, sie spricht zum ersten Mal vor so einem großen Publikum, aber wir stoßen mit. Ja, ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für diese einführenden Worte. Ja, das mit meinen ganzen Aktivitäten, das, da muss man Abstand von nehmen, auch heitere Gelassenheit, sonst ist das eine Ego-Politur und genau das Gegenteil. Ja, als ich hier das Schild Arosa sah, ich wusste gar nicht, wo ich überhaupt gelandet bin, habe ich gedacht, Mensch, ich bin ja vor ungefähr 15 Jahren hier Skifahren gewesen und da habe ich 2 Tage hintereinander Bungee-Jumpen gemacht auf 2.500 Meter Höhe. Kann ich sehr empfehlen, also das zweite Mal lag nur daran, die 100 Franken, weil mein Sohn, 3,5 Jahre, der war noch im Skikindergarten, das muss dann noch länger her gewesen sein, und der hat mir das nicht geglaubt. Und dann muss ich am nächsten Tag dann nochmal 100 Franken, aber das ist ja ungefähr dasselbe.
Naja, und das kann ich sehr empfehlen. Also wer versucht, seine Angst vor dem Tod zu überwinden, und wenn man die überwunden hat, hat man gar keine Angst mehr vor gar nichts, dann kann ich sowas empfehlen wie Feuerlaufen, Scherbenlaufen und Bungee-Jumpen. Ne? Ich meine das ernst. Ich meine das wirklich ernst. Ja, zum Thema Angst, und ich habe das überhaupt hier erst gesehen, dass es irgendwas mit Zensur zu tun haben soll, und da habe ich gedacht, Gott, eigentlich zensiert bin ich bisher noch nicht, und am Leben bin ich ja auch noch. Ich glaube sowieso an ein Leben nach dem Tode, und dann hat man eben auch keine Angst. Als ich meinem Lektor vom Goldman Verlag dieses Buchthema vorstellte oder vorschlug, da hat er gesagt, ich würde mich ja mit dem drittgrößten Pharmakonzern der Welt anlegen, die Hersteller von Ritalin, und das wäre ja nicht so günstig, die sind ja bekannt, berühmt, berüchtigt für ihre Praktiken, unliebsame Leute aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und dann hat er gesagt, ob er mir noch Geld spenden soll, dass ich mir einen Bodyguard leisten kann. Da habe ich gesagt, also ich bin bisher ohne Bodyguard durch die Welt gekommen, und das brauche ich jetzt auch nicht. Wie gesagt, ich habe keine Angst vor dem Tod. Zum Thema Verunglimpfung. Ich war neulich in meinem Permakulturprojekt, wo ich auch noch ein Beet habe. Und da habe ich an den Himmel geguckt und gesagt, Mensch, heute sind ja wieder jede Menge Chemtrails. Und da meinte einer vom Permakulturprojekt, meinte zu mir, oh Gott, dann bist du auch Reichsbürger. Also man muss heute nur einfach Dinge zur Kenntnis nehmen, und dann ist man nicht nur Verstörungstheoretiker, das ist ja schon fast ein Kompliment. Nein, man ist gleich am besten noch militanter Reichsbürger. Also das fand ich ein sehr interessanter Prozess. Übrigens werde ich im Internet auch verunglimpft, aber ich sage viel Feind, viel eher. Also da bin ich als Scientologin bekannt. Ich habe also überhaupt gar nichts mehr zu tun. Aber wenn man gegen Ritalin ist, weil die auch nur zufällig gegen Ritalin ist, dann ist man automatisch Scientologe. Und das ist genauso wie die Neonazis für ihre Gewaltmärsche sich da Ritalin als Vekamin reinziehen. Deswegen ist es ja auch nicht so, dass alle, die für Ritalin sind, jetzt Neonazis sind. Nee, also das finde ich jetzt ein bisschen über das Ziel hinaus geschossen. Ja, es steht noch weitere ungute Sachen. Ich lese sie gar nicht so viel im Internet, aber als ich jetzt mein AFA-Eigenbuch neu recherchierte und bei Wikipedia, ich habe immer gedacht, Wikipedia ist eine einigermaßen seriöse Quelle, auch wenn meine Tochter als Studentin die nicht zitieren darf, dann braucht sie ihre wissenschaftliche Arbeit gar nicht abgeben. Also so seriös ist sie dann auch wieder nicht. Aber das fand ich sehr interessant, dass ich die... dazu finden, also unter der AFA-Alge wurde ich mehrfach zitiert, habe ich erst gedacht, ist ja schön, aber es hieß da unter anderem, ich hatte damals 44 Familien umsonst im Wert von 9.000 Euro die sogenannte AFA-Alge, kommen wir gleich noch zu, zur Verfügung gestellt für 10 Wochen, die ein Kind mit ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom, haben. Das wurde mir von den Anbietern, die es damals gab, kostenlos zur Verfügung gestellt, fand ich richtig toll. Bei Wikipedia steht, das ist nicht nur suggeriert, sondern steht da, dass ich angeblich diesen armen Familien, die ja schon sowieso mit Ergotherapie und so weiter belastet sind, diese Algen verkauft hätte im Wert von 9.000 Euro. Ich dachte, ich lese nicht richtig, ne? Ich konnte es überhaupt gar nicht fassen. Also für mich ist jetzt auch Wikipedia als seriöse Quelle ausgefallen. Ich wüsste nicht, was man da überhaupt machen muss, ein Urheber, Anwalt oder so. Das ist mir viel zu viel Action und zu viel Aufwand. Was wir eben schon gehört haben, auch gewonnene Prozesse, habe ich auch die Erfahrung machen müssen, kosten so viel an Lebenskraft und Lebenszeit, dass ich auf so etwas keine Böcke habe. Es hatte mir jemand in meinem Reiki-Seminar gesagt, weißt du was, da hat dich jemand im Internet in einem Chatroom diffamiert als ESO-Schlampe. Da musst du unbedingt gegen vorgehen. Ich habe da auch gleich einen Anwalt aus Frankfurt, der macht solche Sachen. Ich sage, solche Neurotiker sind jede Minute verschwendete Lebenszeit, die zu feige sind, meine Telefonnummer steht überall, mich anzurufen und zu sagen, das und das gefällt mir nicht. Nein, hinter meinem Rücken mich derartig unsachlich zu diffamieren. Ich habe bis heute keine Ahnung, was überhaupt eine ESO-Schlampe sein soll. Nicht?
Ja, mein Buch, was gerade neu wieder rausgekommen ist, aber ich wollte nicht meinen netten Fahrern zumuten, ein Paket Bücher durch den Zoll zu schmuggeln und deswegen habe ich nur ein Ansichtsexemplar da hinten auf dem Büchertisch. Das Buch mit dem gleichen Titel habe ich ja schon 2001 veröffentlicht und leider ist die Verschreibepraxis von Ritalin hat sich seitdem vervierfacht, kommen wir gleich noch zu, und stagniert gerade auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Also es ist überhaupt nicht so, dass sich da irgendwie grundsätzlich was gebessert hat, sondern es werden immer noch Kinder stigmatisiert und eben es ist überhaupt keine Krankheit, also es wurde bis heute nicht neurobiologisch festgestellt, dass es da irgendein Defizit im Gehirn geben könnte, sondern es ist in meinen Augen einfach eine, wir hatten schon das wunderschöne Lied über Liebe gehört, es ist für mich eine zum Ausdruck gebrachte Lieblosigkeit, seine Kinder, bloß weil die über die Bänke springen, weil die Aufmerksamkeit brauchen, weil unsere Klassen viel zu voll sind, dass wir die mit Psychopharmaka, die unter das Betäubungsmittelgesetz fallen, behandeln und damit erst eben zu Folgeschäden, da komme ich noch gleich zu, also die eben auch krank machen und vor allen Dingen stigmatisieren. Ein Kind, was nur gelitten wird, wenn es unter dem Einfluss von einem Medikament steht, hat ja ein so derart marginales Selbstwertgefühl, das ist ja einfach nur zu bemitleiden. Ne? So, dass die Kinder denken, Mensch, guck mal, solange die Pille wirkt, bin ich gelitten, bin ich gemocht und wenn die Wirkung dieser Pille aufhört, dann bin ich wieder eine Persona non grata. Und so finden heute auch Eltern beim Umzug oder beim Renovieren den Vorrat von Ritalin-Pillen von Jahren unter dem Teppich im Kinderzimmer. Finde ich eine ganz tolle Nummer. Ich war vor einigen Jahren, also vor vielen Jahren, als ich das Buch geschrieben habe, war ich in der Schweiz und es ist ja so, dass Novartis da so seinen Firmensitz hat. Ich glaube, das war in der Nähe von Zürich. Und da sind wir daran vorbeigefahren und die haben da so ein riesen Zahnrad oder mehrere Zahnräder, die so ineinander greifen. Nicht? Also ist so ein Eyecatcher, muss man hingucken, weil es sich ja bewegt. Und da habe ich nur gedacht, so Leute, jetzt wird es in Zukunft ein paar Krümel Sand geben in eurem Getriebe. Ne? Ich weiß, ich bilde mir nicht ein, dass ich groß die Welt bewegt habe mit diesem Buch und bewegen werde, weil wie gesagt, Umsatz plus um 400%, seitdem mein erstes Buch rausgekommen ist und das hatte immerhin eine Auflage von 80.000. Aber ich denke mir, dass eben Menschen, die nicht wissen, nur so ein diffuses Unwohlgefühl haben, sich anhand von solchen Büchern dann eben informieren können und ich sage mal salopp gesagt, ihre Kinder von diesem Zeus bewahren. Ich habe auch einen Freund gebeten, an Novartis einen Brief zu schreiben. Diese unmögliche Frau, als mein Buch rausgekommen wäre, da wäre so eine vollkommen unqualifizierte, die da alle möglichen negativen Dinge über dieses Medikament schreibt. Und tatsächlich haben die zurückgeschrieben, natürlich nicht mir, sondern meinem Strohmann, und haben geschrieben, sinngemäß, ja, sie verstehen auch gar nicht, wie so eine unqualifizierte Person als Diplompolitologin, also noch nicht mal vom Fach, sich erdreisten kann, sinngemäß, sich über ein medizinisches Thema zu äußern. Es würden natürlich auch sehr viele Dinge deswegen auch gar nicht stimmen, aber sie könnten aus wettbewerbsrechtlichen Gründen leider nicht weiter ins Detail gehen. Nicht? Das war also der Brief von früher Sibagaigi oder Novartis, nicht an mich direkt, aber an meinen Strohmann. Leider ist dieses Thema, wie gesagt, noch aktuell. Explosion habe ich damals vorhergesehen, Vervierfachung. Das war das Ursprungsbuch, also meine Tochter war damals in dem Alter, sie war auch blond, ist immer noch blond, aber es ist sie nicht. Ja, wir versuchten mit diesem Buch, dass wir das ganze Thema ein bisschen positiv rüberbringen. Warum bin ich überhaupt zu meinem ersten Buch und dann natürlich auch dem zweiten gekommen? Mein Sohn hat, wenn man das überhaupt so als gegeben annehmen kann, hatte früher ADS, also Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Das heißt, er war in der Lage, in der Grundschulzeit nicht nur ohne Schultasche in der Schule zu erscheinen, sondern ohne Federtasche, sondern ohne Schultasche. Im Winter ohne Wintermantel und so weiter. Also wenn ich da nicht genau darauf achtete, wie er tatsächlich aus dem Hause kam, dann, ja, dann stand er entweder auf der Matte oder ich kriege einen Anruf vom Lehrer. Nicht? Also Typ zerstreuter Professor. Ich dachte, naja, wenn dein Kind jetzt minder begabt ist, dann willst du es ja auch nicht dran gladieren mit Gymnasium, Abitur und so weiter. Und da habe ich ihn zu einem Intelligenztest geschleppt.
Und da kam aber heraus, dass er also überdurchschnittlich intelligent ist. Und da habe ich gedacht, Schiete, also wenn das so eine Diskrepanz ist zwischen dem, was das Potenzial ist und von dem, was ein Kind lebt, dann ist ja da Handlungsbedarf. Und dann habe ich mich informiert, da bin ich natürlich dann auch über Ritalin gestolpert. Und mir war ganz klar, als ich dann über den Beipackzettel las, dass ich dieses Mittel meinem Kind nie geben würde. Das heißt nicht, dass ich allen Eltern jetzt Schuldgefühle machen möchte. Es kann manchmal so sein, give me a break, gib mir eine kleine Pause, dass es vorübergehend notwendig sein kann, vielleicht für Tage oder Wochen, um sich nach Alternativen in Ruhe umsehen zu können. Das war meine Erfahrung. Mittlerweile hat mein Sohn Abitur gemacht und ist 30 Jahre alt und ist sehr, macht eine Karriere als Außenhandelskaufmann im Bereich Lebensmittel. Also hat das Ganze auch ohne Ritalin sein Leben sehr gut bewältigt. Ja, es gibt dieses wunderschöne Gedicht, finde ich jedenfalls, von Khalil Gibran, der ist Sufi-Meister, das ist der spirituelle Orden vom Islam, von den Kindern. Das Wichtigste daran ist, unsere Kinder sind nicht unsere Kinder. Das sind keine Besitzgegenstände, sondern das sind kostbare Leihgaben. Und in meinen Augen ist es sehr, sehr wichtig, dass wir nicht unsere Kinder zu sehr beeinflussen mit dem, was wir für richtig halten, weil die Welt, wenn wir sie uns angucken, ist nicht so optimal, dass die unbedingt in der nächsten und übernächsten Generation genauso sein sollte, wie wir sie vorgefunden haben. Was ich meinen Eltern, ich bin Jahrgang 54, wie Sie schon wissen, vorgeworfen habe, ist natürlich, dass mein Vater Nachtjäger war im Zweiten Weltkrieg, nicht Widerstandskämpfer und so weiter. Ja, was meine Tochter mir jetzt vorwirft, die ist 23, ist, sag mal, wart ihr bei diesen Atomkraftwerken eigentlich in der Tiefschlafphase? Ihr könnt doch nicht ein Atomkraftwerk bauen und wisst noch nicht mal, wo der Atommüll hin soll. Strontium hat eine Halbwertszeit von 10.000 Jahren. Wir überlegen uns mal, was vor 10.000 Jahren war. Da ist gerade die Landwirtschaft entstanden. Ne? So. Also mit diesen Fragen müssen wir uns jetzt mit der nächsten Generation rumschlagen. Ich war in Brockdorf, in beiden Brockdorf, Großdemos dabei. Also so ganz ist sie bei mir nicht bei der richtigen, nicht? Und ich bin jetzt Greenpeace-Aktivistin geworden auf meine alten Tage, weil ich denke, ich habe mir so einen Spruch ausgedacht, Umwelt ist nicht alles, aber ohne eine intakte Umwelt ist alles nichts. Also wenn wir bis zum Ende des Jahrhunderts bei 4 Grad plus vor uns hinschmurgeln, also letzte Woche hatte ich schon so einen Tag in Hamburg bei 36 Grad, wo ich was schreiben musste und wo ich nur dachte, warum haben wir das gemacht? Das war einfach wie so ein Mantra, was mich den ganzen Tag begleitet hat. Ich war kaum in der Lage, einen guten Gedanken zu haben. So, wir gucken uns jetzt einen Buchtitel an, kann ich sehr empfehlen, ist auf der Spiegel-Bestsellerliste. Das ist jemand, der vollkommen als, sag ich mal, nicht Verschwörer oder Reichsbürger sonst wie im Verdacht steht, nämlich Ranga Yogeshwar, nächster Ausgang Zukunft, wo er uns ein paar Möglichkeiten, die Zukunft bietet, vorgestellt hat und uns einlädt, selber zu entscheiden, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und da gibt es ein paar interessante Zitate zum Thema Ritalin. 1993, 34 Kilo Methylphenidat, das ist der Fachausdruck für Ritalin. 2017 waren es bereits 1,8 Tonnen pro Jahr, 60 Millionen Tagesdosen in Deutschland. In Deutschland mehr als 150.000 Schüler und Studenten bekommen das. In der Schweiz jeder siebte Student nimmt wenigstens ab und zu, nämlich in Prüfungsphasen, Ritalin, um sich zu pushen als Neuro-Enhancer. In China, um bei der Ein-Kind-Politik sich auf den Zutritt zur Universität vorzubereiten, schätzt man, dass der Ritalin-Konsum zwischen 80% und 90% liegt. Yogeshwar sagt, wir betäuben unser Gehirn, um mitzuhalten und merken nicht, wie die dahinter wirkenden Kräfte sich von den natürlichen Lebensprozessen abnabeln. Das ist also eine, wir haben schon mehrere überlebensfeindliche Strategien, was gehört. In meinen Augen ist diese Somatisierung und Psychologisierung und Behandlung von Kindern mit Psychopharmaka gehört zu diesen lebensfeindlichen Strategien dazu, die wir bekämpfen müssen.
über Ritalin jetzt allgemein. Es gibt so einen Standardwälzer, Peter Braggin, Talking Back to Ritalin heißt das Buch. Als Erwachsene haben Menschen, die als Kinder Ritalin genommen haben, ein 4% im Durchschnitt geringeres Gehirngewicht. Das liegt daran, dass die Produktion eines Wachstumshormons, nämlich von Prolaktin, sinkt unter Ritalineinnahme. Und das führt auch zu einem reduzierten eben Körperlänge. Das heißt, diese Kinder haben einen relativ großen Kopf, sieht aus ein bisschen wie Wasserkopf, wenn die jahrzehntelang, also ihr ganzes Leben, Ritalin genommen haben und sind aber trotzdem im Vergleich zu ihrer Alterskohorte kleinwüchsig. In Amerika ist es so, wenn ein Kind ab dem 12. Lebensjahr Ritalin bekommt, wird es nicht zur Armee zugelassen, Thema Armee hatten wir schon, Grenzen verteidigen, ne? Nicht zugelassen, weil Ritalin als mind-altering drug gilt, also als eine Droge, die den Verstand, also das Gehirn verändert, die Gehirnfunktionen. Mir sind Fälle bekannt geworden in Deutschland, wo Mädchen mit 18 Monaten bereits Ritalin bekamen, damit die Eltern mal wieder durchschlafen konnten. Ich möchte wissen, was das für Ärzte sind. In meinen Augen sind das Verbrecher. Der Beipackzettel heißt, unter 6 Jahren ist die Ritalin-Verschreibepraxis verboten. Welche Ärzte das sind? Früher durften auch Orthopäden und Zahnärzte bis vor wenigen Jahren in Deutschland Ritalin verschreiben. Und man verdient natürlich mit jedem Rezept, nicht etwa mit psychologischer Beratung. Nochmal zu meinem Sohn, damit Sie wissen, wie das so läuft. Ich bin mit meinem Sohn zum damaligen Ritalin-Papst in Hamburg gegangen, zu Professor Lagenstein. Ich habe gesagt, ja, mein Sohn wäre so schwierig, könnte sich schlecht konzentrieren. Er hat einen IQ-Test mit ihm gemacht, Intelligenz. Da ist 127 bei rausgekommen. Da meinte er, das wäre typisch für diese Kinder. Dann hat er gesagt, wenn ein Kind eine Sehschwäche hat, wollen Sie dem Kind ja wohl auch keine Brille vorenthalten. Oder wenn Ihr Sohn Diabetes hat, ja wohl auch kein Insulin. Dann habe ich gesagt, ja, gibt es denn ein Langzeitstudium? Ja, selbstverständlich. Ich wusste natürlich, dass es die gar nicht gibt. Dann hat er noch gesagt, wenn Sie Ihr Kind jetzt nicht mit 12 Jahren Ritalin bekommt, dann würde es als Pubertierende der spätestens dann drogenabhängig oder kriminell oder beides. Ne? Geschäft mit der Angst. Als ich immer noch zögerlich war und sagte, also ich weiß nicht, hat er mich fast aus der Praxis rausgeschmissen, damit ich nicht seine kostbare Zeit in Anspruch nehme. Am nächsten Tag, damals gab es noch kein Mail, habe ich ihm einen Fax geschrieben, habe geschrieben, lieber Professor Lagenstein, mein Sohn ist wieder so unmöglich, kann ich nicht doch bitte ein Rezept bekommen? 2 Tage später hatte ich das im Briefkasten und das Ganze ging über 1,5 Jahre. Nie wieder wurden wir in die Praxis gebeten, obwohl im Beipackzettel steht, die Leberwerte müssen regelmäßig alle halbe Jahr kontrolliert werden. Ich habe natürlich nur das erste Rezept eingelöst und den Rest habe ich immer in den Papierkorb befördert oder ins Altpapier. Das muss man sich mal vorstellen. Es steht sogar auf dem Ritalin-Rezept drauf, dass Ritalin nur, die Vergabe nur stattfinden soll im Zusammenhang mit einer Psychotherapie. Davon haben wir die ganzen 1,5 Jahre, irgendwann hatte ich dann auch keine Lust mehr auf diese Rezepte, die ganzen 1,5 Jahre haben wir davon nichts gehört. Ja, Info von Lehrern an die Eltern, wenn ihr Kind nicht Ritalin bekommt, fliegt es von der Schule. Das geht heute sogar schon im Kindergarten los und in Hamburg, in Deutschland haben wir zwar viele Kindergartenplätze, aber immer noch nicht genug. Und da ist es natürlich interessant, wenn die Kindergärtnerin zu Hause anruft und sagt, wenn ihr Kind nicht Ritalin bekommt, fliegt es aus der Gruppe. Oder können wir es hier bei uns nicht gebrauchen? Nicht? Interessant. Also, und dann geben Sie gleich die Adresse von einem Ritalin-freudigen Arzt damit bei, damit also die Eltern sich dann nicht im Internet auf die Suche machen müssen. Ich habe, als ich das Buch rauskam vor 17 Jahren, hat mich ein Lehrer von einer Montessori-Schule in Trier, so viele gibt es nicht, das kann man jetzt auch, könnte man recherchieren, angerufen und gesagt, er hätte nur noch Zombies zum Unterrichten. Von seinen 24 Kindern bekämen 16 Ritalin. Die würden nur noch phlegmatisch da rumsitzen, keine besondere Lebensregung zeigen. Also, und das in einer Montessori-Schule, wo man ja denkt, das müssen ja schon mal ein bisschen aufgeklärte und ganzheitlich orientierte Eltern sein. 90% derjenigen, die Ritalin verschrieben bekommen, sind Jungen. Da sagt ein Professor, ein Pädagogikprofessor in Hamburg, mit Ritalin wird versucht, aus lebhaften Jungen pflegeleichte Mädchen zu machen.
Es ist so, er sagt auch, dass die psychosoziale Entwicklung, und ich würde ergänzen, auch die spirituelle, stoppt, sobald ein Kind Ritalin bekommt. Und das ist in meinen Augen eine ganz, ganz große Tragik. Nicht? Die stagniert dann, diese psychosoziale Entwicklung, und fängt dann wieder an, wenn das Kind, meistens in der Pubertät, wollen sie das dann nicht mehr nehmen, damit aufhört. Friedrich Klamroth, wir waren schon beim Thema Impfen, der hat einen Beitrag geschrieben in meinem Buch über den Zusammenhang zwischen ADS und Impfen. Er sagt, dass geimpfte Kinder sind 10-mal so häufig von ADHS betroffen wie nicht geimpfte Kinder. Ich weiß gar nicht, ob man überhaupt noch so viele nicht geimpfte Kinder findet in Deutschland. Also ich habe meine Kinder auch nicht geimpft, aber das ist ja mehr, hat mehr Seltenheitswert. Ich habe gerade schon gesagt, wenn Sie Ihr Kind nicht impfen wollen und Schwierigkeiten mit dem Kindergarten oder Schule haben, dann melden Sie es doch auf dem Waldorf-Kindergarten oder einer Waldorfschule an, wenn Sie finanziell die Möglichkeit haben. Ab dem dritten Kind übrigens, für die Kinderreichen, ist der Waldorf-Betrag frei. Also Waldorf-Schul- und Kindergarten, wollte ich nur sagen, für die mit 10 Kindern und mehr, ne? So als kleine Beruhigungsbrille. Also die WHO, die stuft Ritalin ein als am meisten abhängig machendes Medikament überhaupt. Das muss man sich mal vorstellen. Es gibt einen Kinderarzt, der hat einen Gastbeitrag in meinem Buch geschrieben, der sagt, dass eben die Ursachen ja gar nicht erforscht werden. Das ist so einfach, wenn in der Familie was nicht funktioniert. Dann kann man den Eltern sagen, das Kind ist krank und das Kind braucht ein Medikament. Da sind natürlich die Eltern aus dem Schneider. Dass da vielleicht was in der Familie nicht funktioniert, das wird damit ausgeblendet. Meine ersten Vorträge, die ich hielt, da waren also welche, die ihren Kindern Ritalin verschrieben, und die wurden richtig aggressiv. Als ich sagte, dass ich meinen Kindern nie im Leben Ritalin geben würde, da stellt sich nachher raus, nicht nur, dass sie ihren Kindern Ritalin gaben, sondern die haben es selbst konsumiert. Die haben ihren Kindern sozusagen, das sagte mir dann die Mutter in der Pause, da mal eben so ein paar Pillen abstrapenzig gemacht. Ritalin war am Anfang in Amerika gar nicht als Mittel für ADS zugelassen, sondern als Möglichkeit für sozusagen Magersüchtige, um schlank zu bleiben, weil man in der Dauer, wie es wirkt, das Medikament, hat man null Hunger. Das ist auch der Grund, warum die Kinder eben tagsüber nichts essen und dann um Mitternacht den Kühlschrank ausräubern, ne? Weil sie in der Zeit, wo das ist, eine der Nebenwirkungen. Und er sagt, dass wir eben den Kindern, wir hatten das schöne Lied ja schon, mehr Sicherheit, Geborgenheit und Liebe schenken sollten. Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom. Wir haben leider in Hamburg im Moment gerade tote Fische wegen dem Sauerstoffmangel in den Gewässern. Und ADHS, sagt er, ist ein Symptom, ein Schrei nach mehr Aufmerksamkeit, Anerkennung und oft auch ein Ausdruck von Angst. Und er schreibt, ich wünsche allen Kindern starke Eltern, die bereit sind, sich auf die Suche nach den Ursachen des Verhaltens ihres Kindes zu machen. Jetzt habe ich deswegen das Thema USA nochmal vertieft, auf zwei Gründen. Einmal ist ein sehr langer Ritalin-kritischer Artikel gerade am 1.8. in der FAZ erschienen. Zweitens ist es so, dass wir die ganze Entwicklung aus USA mit einem Time-Lag alle bei uns wiederfinden. Da gibt es also so ein Manual, was für psychische Erkrankungen sozusagen für uns auch, für die deutschen Ärzte maßgeblich ist. Und da wurde noch bis in die 1990er Jahre es ist so, zum Beispiel gilt es als Depression neuerdings nach diesem Manual, und wie gesagt, es schwappt alles hier rüber, wenn mein Partner gestorben ist und ich länger als 6 Wochen trauere, weine, dann gilt das als eine Depression nach diesem Buch. 6 Wochen ist okay, alles darüber hinaus nicht, und das muss dann medikamentös behandelt werden. Wie finden Sie das? Nicht? Also da kann man sich nur innerlich wappnen. Krankgestempelte Kinder war die Überschrift, dass immer mehr Kinder in den USA Psychopharmaka bekommen. Übrigens über 1 Million auch Antidepressiva. Von 35.000 Kindern in einer einkommensschwachen Gruppe, Geburtsjahr 2007 in einem Bundesland, bekamen 20% bis zum 8. Lebensjahr wurden als psychisch krank diagnostiziert. Also jedes 5. Kind, jedes 10. Kind hatte bis zum 8. Lebensjahr bereits schon Psychopharmaka bekommen. 3% der behandelten Kinder bekamen der behandelten Kinder, also 75% Stimulanzien, sowas wie Ritalin, ein Drittel sedierende Mittel,
16% 2 und mehr Mittel und 4% 3 und mehr Mittel. Es gibt überhaupt gar keine Studien, die das Zusammenwirken von verschiedenen Psychopharmaka in Langzeitstudien erforscht. Obwohl übrigens Ritalin schon seit 1954 auf dem Markt ist, gibt es auch zu Ritalin keinerlei Langzeitstudien. Interessant. Zwei Drittel der Mittel sind nicht für Kinder zugelassen. Es gibt natürlich dann auch keine Langzeitstudien, auch nicht für Kinder. Dreijährige im Durchschnitt an 49 Tagen im Jahr bekommen sie dann Psychopharmaka, die eben solche Mittel bekommen. 50% der behandelten Siebenjährigen an mehr als 200 Tagen im Jahr. Das heißt also dauermedikamentös. Die Forschung, die Forscher fordern endlich Studien zur langfristigen Sicherheit und vor allem auch Wirksamkeit der Behandlungen, eine Nutzen-Risiko-Abwägung. Und die FAZ sagt in ihrem letzten Satz, dass die Vereinigten Staaten könnten bald neben der Opioid-Epidemie, vor allen Dingen im Rust Belt, wo Millionen von Amerikanern abhängig sind von Schmerzmitteln, ein weiteres größeres Gesundheitsproblem haben, das sich aus dem laxen Umgang mit Psychopharmaka für die Heranwachsenden ergibt. Hier nochmal ein paar Zahlen. 1989 bekamen 5% der Kinder in den USA Ritalin, 1995 bereits 25% der Kinder. Und 1990 war der Monatsumsatz, ist natürlich jetzt auch viel höher, 450 Millionen Dollar im Monat. Eltern sind in den USA gezwungen worden, Kindern Ritalin zu geben, sonst wurden sie mit Sorgerechtsentzug bedroht. Das sind so Trends, die hier auch, sag ich mal, wahrnehmbar sind. Ich weiß das von Menschen, die ihre Kinder mit Rohkost ernähren. Da kenne ich zwei Fälle, wo denen das, die Kinder entzogen wurden. Das Tourette-Syndrom war in den USA sehr, sehr selten. Das Tourette-Syndrom heißt, dass diese Menschen unvermittelt Zuckungen bekommen und unflätige Schimpfworte in so einer Kanonade von sich geben. Kann man sich vorstellen, dass sie damit gesellschaftlich natürlich ausgegrenzt sind. Das ist nicht optimal. So, das ist übrigens irreversibel und gilt als unheilbar, nur zu dem Thema. 1980 gab es ein Kind in den USA auf 200.000 Kinder, heute ein Kind auf 200 Kinder, das sind 0,5%. Das heißt, von 200 Kindern hat das eins. Die CHET-Elterninitiative, die größte Elterninitiative in den USA, wird von Ziba Geigy finanziert. Was ich schon sagte, die Eltern finden das natürlich ganz toll, wenn sie außen vor sind, also wenn sie nicht mehr belastet werden mit Schuldgefühlen, wenn man einfach sagt, wenn sie was, das ist ein Gehirndefekt, ihr Kind ist krank und braucht deswegen Medikament mit ihnen und ihrem Erziehungsstil, hat das überhaupt gar nichts zu tun. Das ist natürlich äußerst praktisch. Die Pharmaindustrie ist eben eine, das sagt hier so ein Professor, eine aggressiv werbende Pharmaindustrie. Man kann das so sagen, in den USA haben sie sich bei Erwachsenen schon ausgetobt. Da ist also die Rate von denen, die Psychopharmaka, irgendwelche Happy Pills nehmen, Fluctin gehört dazu. Übrigens Lady Di hat Fluctin genommen, ne? Fluctin, diese Glückspille, einfach ein Neuro-Enhancer. So, da hat man den Erwachsenenmarkt abgegrast in den USA, das ist also hier jetzt auch der Trend, und jetzt hat man sich die neue Zielgruppe rausgesucht, nämlich Kinder und Heranwachsende. Nicht sehr praktisch. Ja, und schwindendes Gesundheitswissen in unserer Bevölkerung fördern den Arzneimittel-Geh- und Missbrauch der Kinder im Schulalter, sagt dieser Professor Universität Koblenz-Landau. Jetzt sehen wir hier die Entwicklung der Ritalin-Verschreibepraxis. Im Jahr 2000, als mein ADS-Buch ursprünglich rauskam, waren es noch 463 Kilogramm und es hat sich fast vervierfacht im Jahre 2012. Und wir sehen, dass ab 2013, dass jetzt der Verschreibepraxis auf einem sehr, sehr, sehr hohen Niveau stagniert. Nicht so, dass ich immer hoffe, dass also immer mehr Eltern auch gesundheitsbewusst werden. Wobei es auch eine Dunkelziffer gibt, also ist es so, dass jüngere Kinder auf den Schulhöfen in Deutschland und sicherlich nicht nur bei uns, sondern auch hier, an die älteren Kinder, an die Teenager Ritalin verticken, verkaufen. Im Moment ist der Marktwert 1 Euro pro Pille, weil die das als Vekamin nehmen für Techno-Partys, damit sie die ganze Nacht durchtanzen können.
ne, als Partydroge. Verstehen Sie? Ne? Also dass viele Eltern denken, ihr kleineres Kind nimmt brav Ritalin. Nee, nee. Das vertickt es auf der Schule, auf den Schulhöfen. Der Haupteinbruchgrund in Apotheken ist übrigens Ritalin. Das wird in Hamburg dann in Drogenkreisen als Speedball-Fix gehandelt, also Speedball-Fix, eine Droge. Und es gehört zu der gleichen Familie, es gehört zu den Amphetaminen. Das heißt, es hat fast die identische chemische Struktur von Koks oder Kokain. Die paradoxe Wirkung ist, dass es Kinder, die sehr unruhig sind, das nennt man paradoxe Wirkung, beruhigt. Wenn Sie, ich habe einen kleinen Selbstversuch gestartet, als ich das Buch recherchiert habe, habe mir da auch mal so eine Pille reingetan. Und ja, also mein Herz sprang mir zum Halse. Ich hatte einen Ruhepuls von 96, also einen Puls von 96. Ich bin sportlich unterwegs. Ich habe normalerweise einen Ruhepuls von 56. Ja, ich habe also ein knallrotes Gesicht gekriegt. Das war ein sehr Ängste, nicht? Also wenn dein Herz dir bis zum Halse klopft, dann ist das kein so schönes Gefühl. Und war dann froh, als diese Wirkung von dieser Pille wieder abgeklungen ist. Also solche Selbstversuche sind ein bisschen drastisch, kann ich nicht unbedingt empfehlen, ne? Zur Nachahmung, weniger empfohlen. Ja, jetzt kommen wir mal zu den Nebenwirkungen, ein paar habe ich schon genannt. Oberlandesgericht Hamm, also manchmal gibt es, was wir schon gehört haben, auch mal Lichtblicke bei Gerichten. Oberlandesgericht, die sind meistens besser als die untere Etage. Das ist meine Erfahrung mit auch gewonnenen Prozessen. Dem Gericht ist die persönlichkeitszerstörende Wirkung von Psychopharmaka bekannt und so weiter. Ne? Interessant, dass so ein Gericht so eindeutig Stellung nimmt. Hier so ein paar Nebenwirkungen von Ritalin. Gewichtsverlust, Appetitlosigkeit, das habe ich schon erwähnt, Längenwachstum reduziert, Kopfschmerzen, Magen-Darm-Störungen, sehr oft Durchfall, Schlaflosigkeit, mindestens 20% jedes fünfte Kind hat Schlafstörungen. Die psychosoziale Entwicklung abgebremst, Bluthochdruck, habe ich ja selbst erlebt, Herzrhythmusstörungen. Es sind auch Kinder schon in einem plötzlichen Herztod gestorben, unter Ritalin-Einwirkung, einfach tot von ihrem Skateboard gefallen in den USA. Nicht? Diese Fälle können Sie also gut dokumentiert alle in meinem Buch nachlesen. EEG-Veränderungen, Epilepsie ist irreversibel und Tics und das Tourette-Syndrom. Das können Sie auch noch nachgucken bei Arte, gab es einen ganz guten Fernsehbericht, Ritalin, Kinder in Gefahr. Und übrigens finden Sie alles, was ich hier so sage und auch in meinem Buch habe, einfach auf dem Beipackzettel. Also falls Sie mal so ein Ding haben, können Sie auch mal die Apotheke fragen. Der Beipackzettel ist etwa 70 cm lang. Also der Arzt, der Professor Lagenstein, hat auch gesagt, das sagen ja viele Ärzte, also lesen Sie bloß nicht den Beipackzettel, stimmt sowieso alles nicht. Eine ganz tolle Info. Ne? Verstehen Sie? Da steht ja unter anderem drin, wie viel Prozent, also häufig und selten und so weiter, mit den und den Nebenwirkungen zu rechnen hat. Und da steht auch drin, Kinder unter 6 Jahren kommt gar nicht in Frage. Steht drin, regelmäßig müssen die Leberwerte untersucht werden und so weiter, damit die Eltern sowas gar nicht erst lesen. Nicht? Also viele Ärzte sind gar nicht an den aufgeklärten Patienten interessiert. Wahrnehmungsstörungen, dass Kinder zum Beispiel Käfer an der Decke sehen, die da überhaupt gar nicht da sind. Bei 19% Lethargie, bei 0,5% Psychosen. Und da muss man dazu sagen, dass die leider auch irreversibel sind, also nicht umkehrbar. Wenn man einmal eine Psychose hat, dann muss man sein ganzes Leben lang diese Neuroleptika nehmen. Das ist also nicht witzig. Ich habe eine Freundin, deren einer Sohn wegen Cannabiskonsum, nicht? Eine drogeninduzierte Psychose hat und der ist also nicht arbeitsfähig, nicht studierfähig, also der ist quasi das Leben ist gelaufen. Bei 8,7% immerhin Depressionen, finde ich also heftig, bei mehr als 10% Stimmungsschwankungen, Selbstmordgefahr steigt, steht auch auf dem Beipackzettel, nicht? Erhöhte Rate von Selbstmordgefahr und deswegen ist es so, auf keinen Fall, wenn ein Kind längere Zeit Ritalin bekommen hat, keinesfalls mein Buch lesen, habe ich auch an vielen Stellen geschrieben und sagen einmächtig, oh Gott, nein, was habe ich da meinem Kind angetan, abrupt absetzen. Das ist hochgefährlich, weil dadurch sogar die Selbstmordquote, das ist genau wie bei Antidepressiva, sogar vorübergehend noch steigt. Also da müssen Sie einfach einen Ritalin-kritischen Arzt finden, der mit Ihnen zusammen das Ritalin langsam ausschleicht.
Nicht? Sonst, das sagt sogar Bragan, Talking Back to Ritalin, nicht? Das ist absolut gegen Ritalin, aber dieses einfach so von einem Tag auf den anderen absetzen, das geht gar nicht. Emotionale Gleichgültigkeit, Kreativität und Spontanität sinken. Wenn wir da an das Gedicht denken von, ja, also vom Propheten, Risiko für Morbus Parkinson steigt. Sie kennen vielleicht den Neurobiologen Professor Hüther, der ist ja in Hamburg, in Deutschland eine bekannte Größe. Der hat ein Rattenexperiment gemacht mit Ritalin und festgestellt, dass diese Ratten ein erhöhtes Risiko hatten, um 40% erhöht, in einem viel zu frühen Alter, nämlich analog zu den Menschen mit Mitte 40, schon an Morbus Parkinson, dieser Schüttellähmung, zu erkranken. Wie finden Sie das? Und das ist biochemisch ganz einfach zu erklären, weil die Freisetzung von Dopamin wird sozusagen verstärkt unter Einnahme von diesem Medikament. Und Morbus Parkinson, ich würde das hier zu weit führen, ist eine Dopaminmangelerkrankung. Da wird also der Organismus verfeuert sein Dopamin und hat nachher für die Lebensmittel und für das bis zum Lebensende nicht mehr genug von diesem Botenstoff. Nicht? Das hat man also im Rattenversuch festgestellt. Ja, das können wir vielleicht hier, ja, ist vielleicht auch ganz interessant, das ist ein Keith Höller, ein Autor. Wenn ein Elternteil ein Kind zwänge, Alkohol zu trinken oder ein Beruhigungsmittel zu nehmen, im irrigen Glauben, dass dies chemische Ungleichgewicht im Gehirn des Kindes heilen würde, würden wir nicht zögern, den Eltern das Kind zu entziehen. Millionen von Kindern werden gezwungen, bewusstseinsverändernde Drogen zu nehmen, obwohl es keinen Funken eines wissenschaftlichen Beweises gibt, dass psychische Störungen biologisch verursacht sind. Früher sprach man vom Minimal Brain Disorder, man hat aber längst festgestellt, dass man im Gehirn überhaupt nichts finden kann, was irgendwie das belegt, dass ein Kind ADS hat. Also rein erfunden. Ja, jetzt ein paar Zitate von, zum Thema. Richte vor allem keinen Schaden an, möchte ich also alle Ärzte mal daran erinnern, da haben sie einen Eid abgelegt. Primum non locere. Und das finde ich total fahrlässig, mit Impfen und mit Ritalinvergabe zum Beispiel die Gesundheit unserer Kinder zu gefährden. Das ist einfach, Verschreibepraxis von Ritalin ist in meinen Augen eine Fantasie und Lieblosigkeit. Und die American Psychiatric Association sagt, wir bestehen darauf, den Interessenkonflikt zwischen den Interessen der Pharmaindustrie und unseren als Psychotherapeuten zu leugnen, während wir von ihnen Geld annehmen. Das ist ein Sprecher der American Psychiatric Association. Professor Rupp sagt, die Ursache kann auch die Umweltverschmutzung mit sein, wenn wir die Umwelt weiter verschmutzen, wenn wir immer mehr und jüngere Kranke haben. Wie Kinder Psychopillen finden. Also, da habe ich mal ein paar Studien ausgewertet. Da sagt zum Beispiel ein 16-Jähriger, dass Menschen mit den Kindern reden sollen. Und er sagte, sie dachten, ich hätte Depression. Ich glaube, ich war nur einfach unglücklich. Ne? Dann zweites, Ritalin machte mich geistesabwesend und unlebendig. Meine Mutter meinte, dass ich nicht mehr ihr Junge sei. Ne? Das Kind wird wesensfremd. Ein 9-jähriges Mädchen sagt ganz ehrlich, ich mag die blöden Pillen nicht. Ich habe zu nichts mehr Lust. Natürlich auch nicht mehr über die Bänke zu springen oder den Lehrer zu unterbrechen, aber auch zu sonst allem anderen auch nicht. Dann letztes, das ist hier ein Junge, 10 Jahre. Meine Mitschüler denken, ich sei dumm und krank. Sie machen sich lustig über mich. In den USA gibt es schon seit längerer Zeit Ganztagsschulen. Und da war es früher so, dass die Schulschwestern in der Mittagspause den Kindern ihre nächste Ritalin-Dosis verabreicht haben. Mittlerweile hat man solche Medikamente, die sukzessive den Stoff über den ganzen Tag freisetzen, sodass man das nicht mehr braucht. Da standen die Kinder Schlange vor ihren Schulschwestern, die eigentlich ja für die Gesundheit der Kinder zuständig sein sollten, um die nächste Ritalin-Gabe zu bekommen. Ich komme jetzt mal langsam so ein bisschen zu möglichen Ursachen und natürlich damit einhergehend Hand in Hand auch möglichen Alternativen. An apple a day keeps the doctor away. Das habe ich früher noch in der Schule gelernt, war ich ganz stolz drauf, fand ich toll den Spruch.
Der Vitamin-C-Gehalt von Äpfeln hat sich in den letzten 50 Jahren um 80% verflüchtigt. Ich kann also jetzt nicht 4 Äpfel am Tag essen, um noch zu meiner gleichen Vitamin-C-Dosis zu kommen. 70% weniger Kalzium in Kartoffeln, 68% weniger Magnesium, 38% weniger Kalzium, 52% weniger Folsäure. Im Durchschnitt 60% der Mineralstoffe und Spurenelemente sind uns verlustig geworden. Ich kann sehr empfehlen, biologisch angebautes Obst und Gemüse zu kaufen, weil da eben noch etwa doppelt so viel Mineralstoffe zu finden sind. Und am besten, ich habe einen Schrebergarten, am besten selbst Obst und Gemüse. Und mein Sohn macht das im Moment gerade auf dem Balkon, hat er ein Hochbeet. Was für Stoffe schlecht sind, was Sie meiden oder reduzieren sollten, weil das alles sozusagen das Gehirn durcheinander bringt, ist zum Beispiel Zucker. Das erhöht den Insulinspiegel und die Bauchspeicheldrüse muss Insulin ausschütten, damit sie das Insulin, den Zucker aus dem Blut fischt. Das führt aber hinterher leider zu einer Hypoglykämie, das ist eine Unterzuckerung. Das heißt, das Kind wird vielleicht mit Geld für eine Milchschnitte in die Schule geschickt. In der ersten Stunde ist es dann hyperaktiv, in der zweiten Stunde leider hypoaktiv. Das heißt, das Kind kriegt in der zweiten Stunde, ab der zweiten Stunde, nichts mehr mit. Nicht? Und dass es immer noch Schulcafeterias gibt, wo man irgendwie allen möglichen Mist kaufen kann, also all diesen Zuckerkram, ist in meinen Augen total daneben. Und wenn ich Lehrerin wäre, würde ich dafür sorgen, dass in meiner Cafeteria nur gesunde, vollwertige Sachen sind, weil ich kann doch solche Kinder gar nicht unterrichten. Zu viel Weißmehlprodukte, die erreichen das Gleiche, diese sogenannte Zuckerschaukel. Konservierungsstoffe und Farbstoffe, da reagieren sehr viele Kinder allergisch und das greift auch in den Gehirnstoffwechsel ein. Geschmacksverstärker, Glutamat. Glutamat geführt zu dem China-Restaurant-Syndrom. Das heißt bei den Erwachsenen meistens Phlegma, bei den Kindern Hyperaktivität. Ich habe selber im 6. Monat fast mein Kind verloren, weil ich diese Zusammenhänge nicht kannte. Und ich hatte Vorwehen, ne, wegen einem Besuch in einem China-Restaurant. Dann Allergene, die kann man austesten. Ich habe in meinem Buch so einen ganz einfachen Coca-Test, der Autor heißt einfach Coca, hat nichts mit Coca-Cola zu tun, drinne. Und überhaupt zu viel Junkfood. Nicht? Dass wir bitte mal wieder selber den Kochlöffel schwingen und unseren Kindern gesunde Ernährung beibringen. Und darauf achten, dass in der Schule mindestens einmal die Woche ein Kochkurs stattfindet. Nicht? Natürlich auch mit vollwertigen Sachen. Und nicht einfach in eine Mikrowelle reinschieben und irgendwie eine Dose aufmachen. Dann braucht man keine Kinder in meinen Augen in die Welt setzen, wenn einem das so vollkommen egal ist, was dann aus denen wird. Ja, jetzt habe ich hier... Also nicht, dass Sie jetzt denken, bei mir war dann alles easy going. Ich habe meinem Sohn einfach die Haferalge gegeben und hatte ein pflegeleichtes Kind. Nein. Er hatte dann in der 11. Klasse ist er dann World of Warcraft abhängig gewesen. Das ist also, wer so ältere Jungs hat, so ein Spiel, was also tatsächlich auch Drogencharakter haben kann. Deswegen mussten er und sein Sohn dann zum Beispiel die 12. Klasse wiederholen. Und ich habe ihn noch, da war schon volljährig, aus einem Internetcafé am Schewittchen rausgezerrt um Mitternacht. Und da hat er gesagt, Mama, ich bin doch volljährig. Ich sage, ja, aber du bist nicht erwachsen. Und dann habe ich auch gesagt, ich setze keine Kinder in die Welt, dass sie in die Grütze gehen. Und da habe ich ihm auch noch gesagt, und du hast sie auf Folge 7 genau die Mutter ausgesucht, die du jetzt hast. Na, das ist ja das Totschlagargument. Das fand er nicht so witzig, hätte ja auch nach hinten losgehen können. Aber ich habe einen Trick angewendet. Ich habe meinem Sohn den Führerschein dafür versprochen, dass er keinen Hasch konsumiert. Das ist nämlich auch sehr schädlich fürs Gehirn. Und die haben genau den gleichen Drogentest gemacht wie im Internat von Salem. Da gibt es den Gecko-Test, der kostet leider 39 Euro. Also kann man jetzt nicht die Woche dreimal machen, sonst ist man pleite. Ne? Aber so ohne Vorwarnung, ne, Urintest, das haben wir schon gemacht. Und sonst hätte er das Geld für den Führerschein nicht gekriegt. Ne? Und also ich weiß nicht, ob das jetzt pädagogisch wertvoll ist, aber es hat jedenfalls funktioniert. Man muss ein bisschen Fantasie einsetzen. Ja, ich habe dann diese Studie mit 44 Familien gemacht, weil ich in den USA festgestellt habe, dass viele Eltern ihren Kindern kein Ritalin geben wollen, aber dann doch eben das Thema sich ja nicht verflüchtigt über Nacht.
Und da haben sie festgestellt, dass in der wild wachsenden Afer-Alge es jede Menge Stoffe gibt, die sehr, sehr gut sind für das Gehirn, die dem Gehirn die Nährstoffe zuführen, die eben leider in unseren sogenannten Lebensmitteln, das sind mehr Nahrungsmittel in meinen Augen, nicht mehr vollständig drin sind. Das vollständige und ausgewogene Aminosäurenspektrum, Neuropeptide, das sind besonders tolle Eiweißstoffe, dann Pigmente, das ist eine blaugrüne Alge, die entgiften dann Schwermetalle, die passieren sogar die Blut-Hirn-Schranke, also ganz genial. Blei und so weiter, hat ja im Kindergehirn nichts verloren. Sie enthalten EPA und DHA, das sind also gehirnaktive Fettsäuren, Glutaminsäure für mehr Konzentration, Zink und Eisen. Wildpflanzen enthalten durchschnittlich 10-mal so viel Vitalstoffe wie unser Kulturgemüse. Und selbst Spirulina ist eine industriell angebaute Pflanze. Chlorella übrigens ebenfalls. Nicht? Also Wildpflanzen haben nochmal eine ganz andere Vitalität als eben Kulturgemüse. Also kann ich empfehlen, Brennnessel in grünen Smoothie reintun und so weiter. Wächst ja hier genug. Hier sieht man wahrscheinlich von Weitem nicht so toll, dass ich in einer Studie, das ist die KidsCom Study, Studie in Kanada, wo eben Kinder mit ADS kriegten die Afer-Alge. Ihre Aufmerksamkeit hat sich sehr verbessert, soziale Probleme sind sehr gesunken, Aggressionsverhalten hat sich wesentlich gebessert, Depression, Ängste auch, Strafanfälligkeit, Denkprobleme, Zurückgezogenheit und auch somatische Probleme. Hier nochmal zusammengefasst, schulische Leistung besser, weniger Hyperaktivität und so weiter, Verlängerung der Aufmerksamkeitsspanne, weniger Wutanfälle, weniger Depressionen, weniger Ängste. Wenn ein Kind im Unterricht übrigens über die Bänke springt, dann kann es sein, dass dieses Kind gar nicht verhaltensauffällig ist, sondern hochbegabt. Da kann ich sehr empfehlen, ich habe das mit meiner Tochter gemacht, dieses Kind zum Kinderpsychologen zu schleppen, also nur wegen dem IQ-Test. Und es ist so, dass eine Überforderung genauso schlimm ist wie eine Unterforderung. Na, und als ich das bei meiner Tochter wusste, da war sie 5, dass sie also schon so rabiat war in ihrem Weihlauch-Kindergarten, weil sie da jedes Jahr die gleichen Lieder und Gedichte und so weiter, dass sie dann schon ständig im Badezimmer war und dann musste sie mal Kloworte in die Kloschüssel spucken. Das war bei dieser Waldorf-Kindergarten so üblich. Und dann dachte ich, Mensch, die ist ja mehr im Klo als woanders, na, das geht ja auch nicht so. Und dann habe ich sie zum Psychologen geschleppt und da ist rausgekommen IQ von 135. Und dann habe ich sie eben, das geht natürlich auch nicht bei Waldorfschulen, dann mit 5 Jahren, sie war noch nicht mal 6, eben eingeschult. Ne? Und da hat sie dann mit 17 Abitur gemacht, ohne große Anstrengung, mit 1,7. Sie ist jetzt im Masterstudium mit 23 und hat sich vorhin noch die Welt angeguckt. Also es wäre eine Katastrophe gewesen, wenn ich sie zum Beispiel bei einer Waldorfschule angemeldet hätte. Ich muss mal genau gucken, was ist mein Kind, wie ist er strukturiert. Weil Rudolf Steiner, ich verehre ihn sonst sehr, aber der hatte mit minderbegabten Kindern, da kümmert er sich rührend drum, aber anscheinend gab es damals noch keine Hochbegabten. Die fallen bei 36 Kindern in der Klasse, die ein Lehrer da oft unterrichten muss, als Gesamtgruppe oft durch den Rost. Nicht? Und Unterforderung ist genauso schlimm wie Überforderung. Und früher sind diese Kinder dann sehr oft in der Förderschule in Deutschland gelandet. Also ich habe auch ein Kapitel über Hochbegabung drin. Ja, weniger Wutanfälle, also diese mangelnde Impulskontrolle hat sich wesentlich unter Afer-Algen verbessert. Besseres Sozialverhalten, zufriedener und glücklicher. Wie gesagt, ich habe ja auch eine Studie gemacht mit 44 Familien. Das ist jetzt meine kleine Studie, also wie gesagt, keine Doppelblindstudie mit 2000 Probanden, aber immerhin 44 Familien über 10 Wochen. Und da haben sogar nach den Sommerferien, hatten Lehrer die Familie angerufen und gesagt, ach, jetzt geben sie endlich ihrem Kind Ritalin. Da haben die Eltern lieber nichts von grünen Algen, Presslingen erzählt, weil sie dachten, nee, also sonst sind wir da weiter in dieser komischen Ecke. Das waren also alle Kinder in allen Familien, haben wesentliche Besserungen erzielt. Also da habe ich ein paar Zitate zusammengestellt, können durchschlafen, sind lustiger und fröhlicher, mehr Selbstwertgefühl, wacher, konzentrierter, lernen lieber, sind selbstständiger und aufmerksamer. Kauen nicht mehr an den Nägeln, bekommen mehr Einladungen. Es ist sehr, sehr wichtig, dass diese Kinder, die eine mangelnde Impulskontrolle haben, sehr oft sehr unbeliebt sind und sozial ausgegrenzt werden. Die werden nie, das muss man mal vorstellen, eingeladen zu Kindergeburtstagen. Die lädt einfach keiner ein. Und dadurch kommen sie immer mehr in diese soziale Außenseiterrolle und werden immer unglücklicher
und gehören immer weniger dazu. Und deswegen fand ich es so positiv, dass hier ein Ikmar sagt, dass er jetzt wieder Einladung bekommt. Besser in der Schule, aufmerksamer, sein Augenzwinkern ist weg. Also das sind ein paar Zitate von meiner kleinen Studie. Kann mit Kritik viel besser umgehen, das können diese Kinder nämlich oft überhaupt nicht. Die kriegen aber auch zu wenig Zuwendung verbal. Es ist ja immer noch so von der Pädagogik her. Eigentlich müssen wir 90% unsere Kinder positiv verstärken, nennt man das, und 10% negative Kritik maximal. Und ich erinnere mich an meine Schulzeit, oder ich sehe das ja, dass wie bei meinen Kindern das war, das Verhältnis ist tendiert oft gegen umgekehrt. Nicht, dass immer noch viel zu viel negative Kritik läuft. Beim Wort Kritik zuckt man schon zusammen, weil man damit negative Kritik assoziiert, was eigentlich ein wertfreier Begriff ist. Wir waren ja schon bei den Begrifflichkeiten. Ja, das waren so ein paar Ergebnisse. Bei Kindern, die sehr hyperaktiv sind, empfehle ich Gerstengrassaft. Darüber habe ich auch ein Buch geschrieben, weil das extrem viele Mineralien enthält und Spurenelemente wie Vanadium, Molybdän, Germanium, die in unseren Gegenden, wenn es nicht gerade Vulkangegenden sind, und in Deutschland haben wir eigentlich nur in der Eifel ein bisschen Vulkangestein, die sind also nicht vorhanden mehr, also diese sehr seltenen Spurenelemente. Und da sind die eben in diesem Gerstengras drin, und die richtig guten Produkte aus den USA, die werden auch, da wird das Gerstengras angebaut in Vulkangegenden. Ich habe das selbst gesehen in der Nähe von San Francisco. Sieht man dann diese Kraterkegel da in der Ferne. Es gibt viele positive Alternativen. Also was ich schon sagte, Ritalin ist in meinen Augen eine Fantasielosigkeit. Man kann sich informieren, Gerstengras, Saft, Afereigen. Ich komme gleich noch dazu, zu einem besonderen Wachstumsfaktor im befruchteten Hühnerei, FGF2, so ein Growth Factor. Essen empfehle ich Vollwert und Bio, habe ich schon erklärt, warum, wegen doppelt so viel Mineralstoffe und Spurenelemente. Es kann klassische Homöopathie helfen, Schüsslersalze, Vollspektrumlampen, also ich habe meine ganze Wohnung mit Vollspektrumlampen, die das natürliche Sonnenlicht wiedergeben, ausstaffiert, Meditation, authentisches Reiki, Entspannung. Ich habe meinem Sohn bis zum 18. Lebensjahr ungefähr jeden Morgen noch eine Reiki-Behandlung gegeben. Sport ist sehr, sehr wichtig. Wir kommen zum Thema Sport noch. Ich habe dann, als ich das wusste, einen riesen Gartentrampolin angeschafft und so ein Zimmertrampolin. Er hat dann mit Kampfsport angefangen und auch mit Laufen. Und vor allen Dingen bewusster Handy- und Computerkonsum. Das haben wir auf 7 Stunden in der Woche reguliert. Und wenn die Kinder unbedingt am Montag schon ihre 7 Stunden, war ja dann auch nicht möglich wegen Schule, konsumieren wollen, dann war eben in im Rest der Woche kein, das Konto aufgebraucht, fertig ist die Kiste. Ne? Und wie gesagt, ich wusste dann schon auch, welches Internetcafé, nicht? Da habe ich mich dann nachts auf die Reise gemacht. Ja, ein bisschen Einsatz braucht man schon. Ich habe Gott sei Dank nicht 11 Kinder, sondern nur 2. Und wenn ich ein zweites Kind noch gehabt hätte, wie mein Sohn, ich glaube, das hätte ich nervlich nicht durchgestanden. Was er mir da erzählt hat, mit 12 hätte er so bei den Ferien mal eben Autoschlüssel entwendet, ist er in Sardinien mal eben so die Hauptverkehrsstraße längs gedüst, ne? Mit übrigens einem der Sprösslinge von der Nena-Familie. Und Gott sei Dank war denn die Benzinleuchte, hat geblinkt. Und sie wussten nicht, dass noch 50 Kilometer sie damit noch fahren konnten. Ne? Solche Sachen erfahre ich jetzt so peu à peu, was da alles so in der Jugend gelaufen ist. Ja, ich habe ein Buch geschrieben über das Ei des Kolumbus, also klingt ein bisschen komisch, aber es gibt da jetzt einen Wachstumsfaktor im befruchteten Hühnerei, also am 9. Tag Befruchtung, was eben solchen Kindern auch helfen kann. Es gibt in Berlin eine Ärztin, Dr. Niederkirchner, die fast nur mit diesem Präparat arbeitet und sehr, sehr gute Erfolge hat, weil es die Stammzellenproduktion aktiviert. Und wie man ja weiß, von nicht differenzierten Stammzellen sind in der Lage, sich in jede gesunde Körperzelle zu verwandeln. Ne? Das ist also sozusagen Stammzellentherapie von innen. Diese kurzfertigen Fettsäuren heilen den Darm, dieses Leaky Gut Syndrome. Viele dieser Kinder, die haben Darmprobleme und dass da unverdaute Speisereste dann in die Blutbahn diffundieren, zu möglichen Allergien und Problemen führen können. Die Ärztin sagt, mehrere Kinder brauchen kein Ritalin mehr, schon Säuglinge profitieren, die gibt sie in die Flaschenmilch. Sogar beim Asperger-Syndrom und Legasthenie habe ich Erfolge, sagt sie. Also Asperger ist eine ganz besonders schwere Form,
des Autismus, wo diese Kinder nicht in der Lage sind, Freundschaften einzugehen und zu pflegen. Ja, das ist eine tiefgehende Entwicklungsstörung und FGF2, dieser Wachstumsfaktor aus dem Hühnerei, senkt die Stresshormone und fördert die Serotonin- und Dopaminbildung. Ja, hier bin ich mit meinem damals, glaube ich, 9-jährigen Sohn beim Joggen. Also es ist natürlich so, dass wir durch Beispiel prägen, ne? Und es ist sehr, sehr wichtig, dass wir durch Beispiel glänzen. Wenn ich meinen Kindern gesunde Ernährung predige und ich sitze dann abends vor der Glotze mit einer Tüte Chips und Cola, ja, dann ist das, was hängen bleibt, ist Tüte Chips und Cola. Nicht? Wenn sie klein sind, können wir noch irgendwie Pralinen im oberen Küchenregal parken. Mein Sohn ist 1,87, da funktioniert das dann schon mal gar nicht mehr. Also, dass eben viele Erstklässler mittlerweile in Deutschland, die haben das motorische Niveau alter Menschen, die können nicht mehr gerade auf rückwärts gehen und so etwas. Die Erwachsenen bewegen sich auch immer weniger. Dänemark ist Vorbild. Da dürfen die Eltern ihre Kinder mit dem Auto nicht zur Schule und zum Kindergarten karren. Und sie haben in den Kindergärten und Schulen zum Beispiel Klettergärten. Nicht? Das sollte man bei uns auch einführen. Es ist wichtig, sportliches Training intensiv, eine Stunde und nicht eine Schulsportstunde in der Woche oder zwei, wovon eine ausfällt. Jeden Tag eine Stunde für die Energieversorgung des Gehirns, für Entgiftung und bessere Energieversorgung von Körper und Gehirn. Ja, jetzt komme ich ja nicht mehr dazu, hier großartig was vorzulesen, obwohl das wäre vielleicht nochmal ganz wichtig. Nehme ich mal den letzten Satz, die letzten Sätze. Eine solide Erziehung, Schulausbildung und das sagt ein Kinderarzt und medizinische Betreuung bedarf Zeit für die Kinder und Eltern. Hier sind wir alle aufgerufen, uns zu Menschlichkeit und Nachhaltigkeit zu bekennen und unsere Steuergelder lieber in Bildung, eine menschenzentrierte medizinische Versorgung, nachhaltige ökologische Ernährung und soziale Projekte zu investieren, als in Krieg, Pharmaindustrie und Banken. Ein Zitat von einem Kinderarzt, der und das allerletzte, ein Zitat von Albert Schweitzer, das geht also, schafft den Bogen zu dem Gedicht mit den Kindern. Das Wissen vom Leben, das wir Erwachsenen den Jugendlichen mitzuteilen haben, lautet nicht, die Wirklichkeit wird schon unter euren Idealen aufräumen, sondern wachset in eure Ideale hinein, damit das Leben sie euch nicht nehmen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen herzlichen Dank, Barbara Simonsson. Das war hochinteressant und wichtig. Keine Ahnung, wie viele hier betroffen sind. Mir bleibt noch mal dieser Satz hängen. Das kann ich nur noch mal nachdoppeln. Wir haben ja viele Jahre Rehabilitationsarbeit gemacht mit psychisch Leidenden. Wenn man Dinge zu schnell absetzt, das war immer dasselbe, dann konntest du neue Türrahmen einbauen, neue Fenster und so weiter. Also das möchte ich noch mal dreimal unterstreichen. Seid vorsichtig beim Absetzen. Sie hat sehr viele gute Übergangsmethoden gezeigt, wie man das sanft landen kann. Finde ich sehr wichtig. Sie haben am Anfang gesagt, das ist nicht zensiert, habe ich gerade überlegt, oh, wir sind an der falschen Konferenz, aber in der Zeitung lesen wir es eben auch nicht, dass wir das gerade gehört haben. Das ist richtig. Und darum gehört es an eine AZK in KlarTV, das müssen die Leute wissen, Ritalin, eine Droge, Punkt. Und man muss umgehen mit einer Droge und entziehen wir eine Droge. Herzlichen Dank für diese Aufklärung. Danke. Ja? Danke.